Force to Motion auf der SimRacing Expo 2017. Und Force to Motion, das sind Wiederholungstäter. Wir haben die Jungs nämlich letztes Jahr schon hier begrüßen können, sind also zum zweiten Mal da. Neben mir Thomas Käfer, das ist quasi Ideengeber, Erfinder, Inhaber von der Firma aus Würselen in der Nähe von Aachen. Thomas, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Ja, wir freuen uns auch über euch, wir freuen uns über jeden, dass die Messe wächst in ihrem vierten Jahr. Das ist ein recht junges Unternehmen, Force to Motion, vor nicht ganz zwei Jahren, vor anderthalb Jahren gegründet. Wie kam es dazu? Ja, es ist also unser Label Force to Motion, das ist im Prinzip ja aus dem Hobby der Beruf geworden. Ich habe vor gut anderthalb Jahren nach einer bezahlbaren Lösung gesucht, damit sich endlich mal der Rennsitz bewegt. Lass das Ganze mal langsam aufdröseln, weil mein Regisseur hat gesagt, wir ein bisschen Zeit haben wir. Du bist also selber Sim-Racer gewesen oder bist es immer noch und hast dann irgendwann gesagt, ich bin mit dem, was man so kaufen kann und mit dem, was es kostet, nicht zufrieden. Genau, so kann man es eigentlich sagen. Ich wollte einfach irgendwo mal so etwas professionelleres Equipment haben und habe dann gesucht. Und dann bin ich letztendlich über die Jungs von Next Level Racing gestolpert. Das ist eine australische Firma, auch noch recht jung am Markt. Und die hatten eben damals die Motion-Plattform in der Version V2 rausgebracht. Da habe ich mich für interessiert. Und da die noch keinen Vertrieb hatten für Deutschland, für Europa, habe ich gesagt, dann mache ich das. Und so bin ich wie die Jungfrau zum Kind an der Stelle gekommen. Aber mache seit etwa 10 Jahren, 15 Jahren Sim-Racing, hobbymäßig, just for fun. Hobby zum Beruf gemacht, das kann nicht das Schlechteste sein. Wir müssen mal für diejenigen, die sich in der Thematik nicht so auskennen oder neu hier sind, zum ersten Mal sagen, was ist überhaupt Motion? Was ist eine Motion-Plattform? Da reden wir von Simulatoren, wo sich etwas bewegt, und zwar nicht nur das Lenkrad. Genau, also das haben wir hier vor uns. Das ist hier die V3, also die Weiterentwicklung, die es seit Oktober letzten Jahres gibt. Die bewegt den Sitz. Das heißt also quasi hier auf dieser Plattform wird der Sitz montiert. Das Ganze kommt unten in ein Chassis rein, entweder direkt von Next Level Racing oder von anderen Herstellern. Also wir können relativ viele Sitze abdecken. Da wird diese Einheit montiert und die ist sehr kompakt. Wenn die Kamera das mal zeigen kann, ganz unter dem Sitz ist einfach nur so ein kleiner schwarzer Kasten und der bewegt jetzt meinen Rennsitz. Absolut synchron zu dem, was das Spiel hergibt. Egal, ob das jetzt ein Rennsimulator oder ein Flugsimulator ist. Die Information kommt aus dem Spiel und bewegt dementsprechend den Sitz. Sehr kompakt gebaut, eine Sitzkonsole, die sich bewegt. Ja, du hast hier diese beiden Steuerteile, du hast einen Motor drin, der das Ganze bewegt, schnelle Rückholfedern. Wir können das Ganze auch hier mal so ein bisschen in Aktion zeigen, wenn du mal runterschaust. Es gibt natürlich hier bei Force to Motion auch die Möglichkeit, sich mal reinzusetzen, das Ganze zu testen, wie es denn funktioniert. Du hast mir eben gesagt, das funktioniert aber nicht bei allen Konsolen. Du musst eine PC-Anbindung haben, weil es ist Windows-kompatibel. Genau, also das ist die notwendige Voraussetzung. Wir brauchen Windows-PC, Windows 7 oder Windows 10, irgendetwas in der Richtung. PlaySeed geht leider nicht, weil es ist ein USB 2.0-Gerät, was halt nur mit Windows-Programmen kompatibel ist. Ganz interessante Sache, man unterhält sich ja vor einem Interview immer mit den Herrschaften, in diesem Falle mit dem Thomas Käfer. Und du hast es ganz nett ausgedrückt, als ich nach dem Kaufpreis gefragt habe, das ist noch Ehefrau-kompatibel. Was meinst du damit? Ja, also diese Motion-Plattform kostet knapp 3.000 Euro. Und damit bin ich in einer Region drin, die kriege ich zu Hause noch durch. Ja, ich sag mal, hier gibt es ja ganz tolle Kollegen, die ganz tolle Produkte haben, die Bereich 50.000, 70.000 Euro Marke durchstoßen. Das wird schwierig, das der Ehefrau klar zu machen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, diese 3.000 Euro Investition zu Hause bei meiner Frau durchzubekommen. Die ist auch heute hier und hilft mir. Also ich meine, ist natürlich ideal, wenn man da nachher noch mit Geld verdienen kann, dann ist das natürlich das super Argument. Aber tatsächlich ist es so, ich kriege viel Feedback, dass die Leute sagen, ja, das könnte zu Hause klappen. Denn wir sind alle so ein bisschen verrückt und das ist ein sehr teures Hobby und das könnte dann noch passen. Motion-Plattform. Das ist allerdings nicht das Einzige, Thomas, was man bei euch bekommt. Das geht natürlich zum Einstieg auch günstiger. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf die Seite, dass unser Kameramann, das ist übrigens Schmilles, wird er hier in der Eifel genannt, kommt aus Adenau, filmt alles seit vielen Jahren, dass er da mal so ein bisschen drauf zeigen kann. Das ist eine ganz interessante Rennkonsole. Sagt man da Rennkonsole zu oder wie benennst du das? Also ich würde es Cockpit nennen und zwar ist das das F1 GT Cockpit. Das ist eine Neuentwicklung, die gibt es jetzt etwa seit 2-3 Monaten. Und da ist das Besondere, dass ich zwei Sitzpositionen habe. Zum einen, so wie wir es jetzt im Moment sehen, ist das die liegende Position, die F1-Position, dass ich wirklich wie in einem Formel-Rennwagen liege.
Und ich kann die mit ein paar Handgriffen, etwa 10 Minuten Arbeit, umbauen, sodass der Sitz hinten hochkommt und dann habe ich wieder die GT-Position. Je nachdem, was ich spielen will. Und das Ding ist leider nicht kompatibel mit der Motion-Plattform, dafür PlayStation-kompatibel. Das heißt, das kann ich mir auch ins Wohnzimmer setzen und dann mit einem großen Bildschirm oder mit drei Bildschirmen hier montieren und dann eben auch, ich sag mal, auf der PS4 zocken. Eine Antwort kann ich mir schon vorstellen, wenn ich dem Thomas jetzt die Frage stelle, wenn ich mich für eure Firma, für die Produkte interessiere, was mache ich? Dann wirst du mir antworten, ja, wir stehen ja noch bis morgen Abend hier. Kommt vorbei im Boulevard und sprecht mit mir. Gut, so schlau sind wir natürlich. Wo findet man dich im Internet? Wie kann man am besten Kontakt mit euch, mit deiner Firma aufnehmen? Ja, einfach forstemotion.de kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Da findet man uns. Da gibt es auch ziemlich schnell einen Response. Wir sind dann auch telefonisch erreichbar oder über Facebook. Sind recht aktiv und ich denke mal, da finden uns die Jungs und die Mädels. Denke mal, da steht die SimRacing Expo für interessante Neuerungen in diesem Bereich zu sehen. Und eine interessante Neuerung, die habe ich zumindest kennengelernt, diese Motion-Plattform, eine Sitzkonsole, die das Ganze beweglich macht. Jetzt habe ich die letzte Frage natürlich, ich habe das ja soweit verstanden. Du bist SimRacer, du bietest das Produkt an, du bietest alles rund um den SimRacing an. Aber was in aller Welt haben Trinkflaschen mit dem Thema zu tun, die aussehen wie Feuerlöscher, wo drauf steht, Achtung, es ist kein Feuerlöscher. Genau, es ist einfach eine ganz coole Trinkflasche, die muss eigentlich an jedes Cockpit ran. Wunderbar. Die passt übrigens auch zu meinem rot-weißen Retro-Rennrad. Legt mir eine weg für später. Das ist der Thomas, das ist die Firma Force to Motion hier mittendrin in der SimRacing Expo.